Herzlich willkommen, liebe Waage, zu deiner Tarotkartenlegung für den Sommer 2023. Das ist eine Legung, die jetzt so ab den 21. Juni gültig ist und über den gesamten Sommer geht, über die gesamten 3 Monate. Zeitlich wird das alles, was wir hier in den Karten erkennen können, bei euch im Einzelnen etwas unterschiedlich ankommen. Zeit ist da fließend. Aber ich hoffe, dass wir so eine große, grobe Prognose über deinen Sommer, über die Karten stellen können, liebe Waage. Ich werde jetzt erstmal deine Karten mischen und du kannst mich gerne begleiten. Du kannst aber auch schon direkt zu deiner Legung kommen. Unten habe ich einen Timestamp hinterlegt, der dich direkt zu deiner Legung führen wird. Ich werde in dieser Legung mit ein paar anderen Decks arbeiten, die ich im Verlauf vorstelle, aber zunächst einmal möchte ich eine allgemeine Karte für dich ziehen. Eine erste allgemeine Karte für deinen Sommer 2023, für deine Sommerzeit, liebe Waage. Das ist sie. Vielleicht hast du sie schon gesehen. Ich habe sie schon gesehen, aber ich werde sie gleich erst aufdecken. Also ich arbeite zunächst einmal hier mit dem Mystic Monday Tarot. Damit lege ich die Kopfebene, die Bewusstseinsebene. Wenn du noch weitere Informationen zu meinen Tarotkartenlegungen benötigst, kannst du gerne in mein Infovideo gucken. Das ist unten in der Videobeschreibung hinterlegt. Da findest du alle Informationen zu meinen Tarotkartenlegungen. Die nächste Ebene werde ich mit den Wandering Star Tarot ziehen. Und dann verwende ich auch noch das Musentarot. Das ist dieses hier.
Okay, das war ja eindeutig. Okay, und abschließend verwende ich auch mal wieder das Mondorakel. Okay, da wären wir, liebe Waage, und ich bin schon sehr gespannt. Du hast hier den Magier für den gesamten Sommer, eine unheimlich schöne Karte, Manifestationsenergie, das bedeutet einfach, dass du das, was du dir wünschst, was du dir vorstellst, was du dir überlegt hast, automatisch anziehen kannst, wenn du diese Energie zulässt. Du kannst der Magier deines Lebens sein. Du zeigst hier in diesem Sommer sehr viel Initiative und auch den Wunsch, dich persönlich auszudrücken, ne? Den Wunsch, dich selbst zu verwirklichen. Und durch diesen Wunsch, wenn du das ausdrückst, wenn du dich auf das Leben einlässt, dich auch auf deine Mitmenschen einlässt, wirst du auch die richtigen Personen anziehen, die dir dabei verhelfen können, deine Ziele zu erreichen. Denn bei den Magier ist es auch so, dass du andere für dich begeistern kannst, dass du andere von deinen Ideen überzeugen kannst und dass du sehr viel Faszination ausübst, wenn du dich auf die Bühne des Lebens begibst. Ne? Denn der Magier ist ein Spieler. Du solltest diesen Wunsch nach Ausdruck auf spielerische Weise begegnen. Ja, und wir schauen mal, wie es hier in diesem Sommer so vom zeitlichen Ablauf ungefähr so stattfindet. Aktuell, aktuell fühlst du dich sehr geschützt, sehr sicher. Bist bereit, dich auf etwas einzulassen, auf deine Umgebung einzulassen, auf den Fluss des Lebens und bist hier sehr passiv vielleicht, ne? Also einfach in so einer abwartenden Bereitschaft. Schaust, was dir das Leben so schenkt, ne? Was dir im Leben so begegnet, welche Menschen du triffst, bist hier sehr flexibel, sehr offen, hörst auf deine Intuition, hörst auf deine innere Stimme und lässt dich treiben, ganz in Vertrauen darauf, dass alles gut werden wird. Ne? Du hast hier doch einen sehr spirituellen Kontakt. Aber das Spirituelle hat auch einen Gegenspieler, ne? Und das ist die Materie. Hier zeigt sich in deinem Herzen der Teufel, was eine sehr schöne Energie sein kann, denn sie gibt dir sehr viel Lebensfreude, sehr viel Mut, sehr viel Ehrgeiz auch, ne? Den Wunsch, dich auszudrücken, auch Verlangen, die Bedürfnisse werden dir bewusst. Aber hier steckt auch tatsächlich eine kleine Gefahr dahinter. Es könnte sein, dass dich diese Energie aus dem Gleichgewicht bringt. Dass du auch Menschen begegnen wirst, die es nicht so gut mit dir meinen, ne? Oder keine so gute Schwingung haben, keine so gute Energie. Du spürst das vielleicht gar nicht so stark, lässt dich dennoch darauf ein, weil du hier so in einem tiefen Vertrauen in dir selber bist. Aber das hat nicht unbedingt etwas mit deiner Umgebung zu tun. Dadurch hast du nicht unbedingt ein besseres Gespür für deine Umgebung, denn die Hohepriesterin liegt auf der Kopfebene. Ne? Es ist doch eine sehr persönliche Bewusstseinserfahrung, die nicht auf der Ebene des Herzens liegt. Auf den Herzen könnten sich halt doch negative Antriebe deinerseits auch negativ bemerkbar machen, ohne dass dir das wirklich bewusst ist. Also hier gibt es eine kleine Warnung. Und es ist sehr, sehr wichtig für dich, liebe Waage, die Intention von dir und deinen Mitmenschen aber auch in Frage zu stellen, zu hinterfragen und zu schauen, dass du in deiner inneren Mitte bleibst, dass du den Kontakt mit deiner Spiritualität, mit deiner inneren Stimme aufrechterhältst und auf diese hörst. Ja, die vierte Inspiration sagen mir hier, dass du sehr aktiv bist, sehr tatkräftig, sehr auf Teamwork setzt,
sehr dich auch auf deine Mitmenschen einlässt und dass es hier doch auch viele Situationen geben wird, die sehr harmonisch sein werden, die sehr stimmig sein werden, die einfach sehr gut funktionieren. Du bekommst hier auch wahrscheinlich auch sehr viel Unterstützung bei deinen Plänen, bei deinen Vorhaben, aber nicht jedes Angebot ist ein gutes Angebot. Nicht jede Zusammenarbeit, die gut funktioniert, birgt auch wirklich einen sehr positiven Kern. Ne? Das muss ich dir hier sagen. Da musst du ganz, also oder da kannst du, da solltest du vielleicht hier ganz auf deine Intuition hören, die hier etwas Reines hat. Ja, wir schauen mal, wie es weitergeht. Ja, auch interessant, denn hier spiegelt sich das tatsächlich wieder. Ne? Die 9 der Schwerter zeigen hier sich in deinem Bewusstsein. Das heißt, das können Schuldgefühle sein. Ne? Vielleicht hast du dich hier wirklich, wirst du dich tatsächlich, also die Gefahr besteht, dass du dich hier aus dem Gleichgewicht bringen lässt und dich danach schlecht dafür fühlst, ne? Was passiert ist. Oder jemand anderen Vorwürfe macht. Du hast dieses Schicksal, wie das läuft, auch voll und ganz selber in der Hand. Ne? Aber es ist ein großer Unterschied, ob man sich selbst wirkliche Vorwürfe macht oder sich scheinbar Vorwürfe macht oder ob man jemand anderen Vorwürfe macht. Darauf wird es hinauslaufen. Irgendwer wird hier einen Fehler begehen und du wirst hier dadurch einen Ast der Stäbe fühlen. Das Ast der Stäbe ist in diesem Zusammenhang kann es tatsächlich eine neue Wut in dir sein, die entsteht, die aber auch richtungsweisend sein kann. Es kann aber auch eine neue Begeisterung sein, eine neue Leidenschaft in deinem Leben, eine neue Form von Sexualität für einen Menschen. Das kann natürlich hier auch sein, dass dieses neue Feuer in dir, das, was neue Begeisterung in dir hervorruft, auch irgendwie bei dir mit einem gewissen Konflikt behaftet ist. Und das kann wirklich auch hier vielfältige Gründe haben. Es ist nicht so, dass du zwangsläufig durch den Teufel diese Situation herbeigerufen hast. Es können sich dann, auch wenn du diese Prüfung erfolgreich meisterst, wirklich auch ganz andere Situationen in deinem Leben ergeben. Denn hier zeigt sich die 6 der Materie auf der Handlungsebene bei dir. Du hast es hier schon mit einer Ernte, mit einer positiven Auswirkung aus geleisteter Arbeit aus der Vergangenheit zu tun. Und wirst hier definitiv erfolgreich sein. Ich meinte hier, der Teufel kann auch Ehrgeiz bedeuten. Und diese 4 Inspiration kann auch auf Teamwork hinauslaufen, so dass wir hier in einer Arbeitssituation sind, die sich als sehr erfolgreich herausstellt, aber irgendwie diese Situation erzeugt schon bei dir einen gewissen Konflikt aus verschiedensten Gründen, weil du vielleicht das Gefühl hast, du hast den Erfolg nicht verdient oder dieser Erfolg ist irgendwie in einer Weise teuer erkauft. Mit dem Teufel denke ich da irgendwie ja, an so eine Faustgeschichte vielleicht, eventuell, dass du irgendwie das Gefühl hast, ja, du hast es irgendwie nicht auf ehrliche Weise erlangt, diesen Erfolg. Das könnte ich mir hier vorstellen. Aber wie schon gesagt, es könnte sich auch viel positiver zeigen. Wichtig ist in dieser Situation, dass du auch etwas lernst. Ne? Hier das Ast der Stäbe erzeugt in dir einen neuen Wunsch, ein neues Feuer, eine neue Leidenschaft, eine neue Wut, die dich auch weit bringen kann und irgendwie, ja, wodurch du vielleicht auch erst jetzt wirklich herausfindest, was du wirklich möchtest, liebe Waage. Was dir wirklich wichtig ist. Und das ist dann vielleicht eben die positive Einsicht dieser Erfahrung. Wir schauen mal weiter. Wie geht es weiter? Der Turm.
Ja, es ist hier doch eine sehr interessante Folge. Du wirst sehr viel aus der Situation lernen. Und diese neue Leidenschaft in dir, diese neue Leidenschaft wird dazu führen, dass du schnell Veränderung einleitest, ne? Du bist der Magier deines Lebens. Du kannst hier unheimlich viel verändern, wenn du das möchtest. Du kannst deine Welt nach deinen Vorstellungen gestalten. Und du wirst hier dich aus einem gewissen Umstand heraus befreien, und etwas zerschlagen, etwas zerstören, was dich lange Zeit in deinem Potenzial zurückgehalten hat. Das kann ein gesellschaftliches Tabu sein, das kann ein Freundeskreis sein oder eine Beziehung, die dir schon lange nicht mehr gut tut. Das kann ein Umstand auf der Arbeit sein. Es kann auch ein bloßer Gedanke sein, ne? Vielleicht ein negativer Glaubenssatz, der immer wieder hier zu diesen autoaggressiven Verhalten führt, ne? Oder nicht Verhalten der Gedanken, also dass du die Gedanken gegen dich selbst wendest und dich damit auch ein Stück weit verletzt. Dazu sagst du nein. Und tatsächlich, liebe Waage, sehe ich hier, dass du emotionalen Frieden darüber findest, ein Gleichgewicht, eine Heilung. Das ist das perfekte Gegenmittel zum Teufel. Perfekt ist das. Es ist genau das Gegenteil. Es ist das die innere Mitte finden, eine sehr geschickte Lösung für ein Problem finden, eine gute Work-Life-Balance auf die Beine stellen, wahre Teamarbeit, wahre Verbundenheit zu anderen Menschen oder zu einer Person aufbauen. Es ist auch eine neue Situation, die dir wirklich viel Vertrauen in deine Fähigkeiten schenken wird, in deine Zukunft auch. Und tatsächlich, liebe Waage, wirst du auf diese Art und Weise das Ast der Inspiration erleben. Das Ast der Inspiration ist eigentlich das Ast der Stäbe. Ja, natürlich, das ist das Ast der Stäbe. Das finde ich hier sehr, sehr positiv, weil hier, wenn du dir Gedanken um diese neun der Schwerter machst, egal worum es da geht, die Vorwürfe, die du jemand anderen machst oder die du dir selber machst, und dieses Feuer, was du dann spüren wirst in deinen Herzen, wirst du hier auf die Handlungsebene bringen und du wirst es ausdrücken, ne? Du wirst dich als Person ausdrücken. Und andere werden das auch sehen, dass du das jetzt anders machst, dass du dich veränderst, dass du neue Ziele, neue Wünsche und ein neues Feuer ausdrücken möchtest, neue Ziele anvisieren möchtest. Ja, als würdest du hier dein eigenes Gedankensystem sehr stark in Frage stellen und sehr stark hinterfragen. Das habe ich hier auch den Eindruck. Aber du wirst hier dich neu formieren können. Beim Turm ist es halt auch so, man zerstört ihn und danach kehrt man die Scherben zusammen, ne? Und du wirst hier aus diesen Scherben ein Kunstwerk erschaffen, denn die Mäßigkeit ist auch die Kunst, ne? Dass man halt das, was man zur Verfügung hat, in das richtige Kräfteverhältnis setzt und so Schönheit und Liebe walten lässt. Ja, und dadurch wirst du hier das Ast der Stäbe, dieses neue Feuer in dir sehr, sehr stark ausdrücken können und wirst dich befreien können. Du wirst zum Magier deines Lebens, liebe Waage. Mit den Teufeln, muss ich nochmal sagen hier, ne, kann es sich auch um eine alte Angewohnheit handeln. Ne? Es sind auch manchmal Verhaltensweisen, die einen an die Vergangenheit binden, Menschen, die einen an die Vergangenheit binden, Verpflichtungen, die einen an die Vergangenheit binden. Ja, wollte ich nur mal sagen, ne, dass man, ich habe hier den Eindruck, dass du hier vielleicht ein wirklich altes Verhaltensmuster deinerseits überwinden kannst, wenn du das möchtest. Eine Verhaltensweise, die vielleicht auch mit Suchtmitteln in Verbindung steht oder Konsummitteln, möglicherweise.
Ja, oder mit einer toxischen Beziehung. Ist auch denkbar. Okay, jetzt sind wir hier bei dem Turm. Du hast dich befreit. Wie geht's weiter? Das ist hier die gleiche Karte, ne? In den Gedanken und auf der Handlungsebene die gleiche Energie. Wunderschön ist das Energie, ist das nämlich. Das ist nämlich sehr regenerativ, ne? Neue belebende Kraft, neue Liebe in deinem Leben, neue Gefühle, die auch förmlich sprudeln. Du fühlst dich lebendig, du erwachst hier neu. Aber die Acht der Schwerter, die Acht der Schwerter. Es besteht eine gewisse Phase des Durcheinanders. Du könntest dich tatsächlich von deinen eigenen Fortschritt, von deinen eigenen Gefühlen etwas überfordert fühlen, was dann halt auch zwischendurch zur Stagnation führt oder auch Angst vor der Zukunft, Angst vor deiner eigenen Power, deiner eigenen Macht. Und ich glaube, es hat hier auch viel mit den Magier zu tun, in dem Sinne, in dem Moment, wo du das Ast des Feuers ausdrückst, ziehst du damit auch sehr viele Leute an, die fasziniert von dir sind. Und du lässt dich auf die Leute ein, es sprudelt, aber es ist dir auch irgendwie zu viel. Es sind dir zu viele Menschen, du kannst diese Emotionalität nicht ordnen. Deine Emotionen sprudeln zwar und lassen dich lebendiger werden, aber du wirst auch kopfloser. Ne? Du versuchst es mit dem Verstand irgendwie zu ordnen und merkst, es ist zu viel. Und es ist nun mal, liebe Waage, ein wichtiger Wesenszug von dir als Luftzeichen, dass du darauf angewiesen bist, deine Umgebung über die Gedanken verstehen zu lernen. Und diese Fähigkeit könnte hier ein bisschen ins Straucheln geraten. Und da würde ich dir in diesem Zustand, ne, es ist vielleicht August, vielleicht Ende August, würde ich dir raten, zu mehr Gelassenheit raten. Denn diese drei der Kelche sind eine wunderschöne Energie, sind zwar Wasser, sind zwar Emotionen, sind zwar eine andere Ebene, aber hier scheint etwas sehr Positives heranzuwachsen in dir. Und das gilt es auch zu genießen, ne? Diese Frühlingsenergie. Vielleicht könntest du dich sogar auch in dieser Zeit verlieben. Auf jeden Fall neu in das Leben verlieben. Das auf jeden Fall. Was dich eben ein wenig überfordern könnte. Wie klingt der Sommer aus? Wie klingt der Sommer aus? 7 der Stäbe, der Mond, 10 der Kelche, die Erfüllung und die Liebenden. Wow, spricht das nicht ein bisschen für sich? Du kämpfst für deine Liebe, du wirst hier eine Herzensentscheidung treffen. Du bist hier zwar überfordert hier davor noch, aber du wirst dann feststellen, du wirst es wahrnehmen, dass das doch ein echtes Gefühl ist. Ne? Du wirst hier Vertrauen lernen, Vertrauen in deine Gefühle, in deine Gefühlswelt. Und dann kann das hier wirklich zum genauen Gegenteil führen, ne? Denn die 3 der Kelche und die 7 der Stäbe sind 2 Seiten derselben Medaille, gehören energetisch zusammen. Und erst wirst du das wahrnehmen und dann wirst du das wahrnehmen. Und das führt dazu, dass du für deine Liebe kämpfen wirst, dass du dazu einstehen wirst, dass du auch wissen wirst, was du willst. Und du dir plötzlich sehr viel sicherer sein wirst. Mit dieser Energie kannst du auch einen mutigen Schritt auf jemanden zutun, dich jemanden öffnen, für deine Liebe kämpfen, deine Gefühle offenbaren, was dir auch besonders wichtig ist, ne? Was dann halt gerade so besonders wichtig in deinem Leben ist. Auf jeden Fall wirst du dich hier emotional sehr erfüllt und vollständig fühlen. Bei dir ankommen, bei deinen Liebsten ankommen, bei deinen inneren Kreis ankommen und ganz genau wissen, wer zu diesem inneren Kreis gehört. Ne? Schließlich zeigen sich hier auf der Handlungsebene die Liebenden. Eine sehr tiefe Verbindung zu einer Person oder zu einem Personenkreis, auch eine tiefe Verbindung zu dir selber. Das ist eben auch das Schöne an diesem Sommer, liebe Waage, dass du hier viel über dich selber lernen wirst. Auch hier destruktive Verhaltensmuster ablegen kannst.
dich besser kennenlernen und dann halt eben dadurch wissen, wie du dich besser ausdrücken kannst in deinem Leben und so halt die Liebe in deinem Leben anziehst. Also es ist hier schon eine Legung, die nicht ganz ohne Herausforderung ist, aber eine wunderschöne Legung mit einem sehr schönen Ergebnis. Ja, liebe Waage, was sagt die Mondenergie zu deiner Situation? Ergebnisse sind in Reichweite. Ja, Ergebnisse warten hier auf dich, ne? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, wie man immer so sagt, ne? Es ist ja hier nicht richtig Arbeit, es ist schon eine Herausforderung, der du hoffentlich gewachsen sein wirst, liebe Waage, der du dich hoffentlich stellen wirst, denn das Ergebnis scheint mir hier sehr, sehr positiv für dich zu werden. Ja, liebe Waage, ich wünsche dir einen wunderschönen Sommer, eine wunderschöne Zeit, dass die Energien angenehm und positiv bei dir ankommen, dass du hier sehr positive Erfahrungen machen wirst. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.